Oh, was machen Sachen? Ja, ich will heute wieder über Michael Adrian jetzt gedacht. Steht ja im Titel. Und ja, ist jetzt weniger halt Interpretation, weil so viel gibt es jetzt da, glaube ich, nicht zu interpretieren. Mehr so eine Analyse, aber ich möchte drüber reden. Wie gesagt, ich hatte im letzten Mal mal angesprochen, ich werde mich jetzt mehr um die dunklere Seite von Rockoloid kümmern. Auch hier gilt wieder, Achtung, aufgepasst. Es geht unter anderem um ja, Mord und ja, um Mord von kleinen Kindern und generell um Mord. Und wem das zu viel ist, wer das nicht sehen möchte, hier ist noch die Möglichkeit auszusteigen. Der Rest, den es interessiert und dem sagt, okay, da ist jetzt erstmal nicht so schlimm, ist ja ein Lied und der darf gerne bleiben. Also hier die Warnung, wer da keine Lust drauf hat, bitte schalte ab. Und der Rest, ja, worum geht's in Kagome Kagome? Vorneweg, Kagome, Kagome, was ist das eigentlich? Also an für sich ist das erstmal ein Spiel, das man in Japan viel als Kinder gespielt hat. Also es geht darum, einer sitzt in der Mitte, mal Oni, mal It genannt, also Es genannt, und der Rest steht drumherum, dreht sich im Kreis, singt dieses Lied, nenne ich es mal. Und wenn das Lied vorbei ist, muss der Oni in der Mitte erraten, wer hinter ihm steht. Das ist der Sinn vom Spiel. Es gibt ja auch so ähnliche Spiele in Deutschland. Ich habe jetzt aber keine Ahnung. Ich glaube, Rumpel aus dem Sack oder irgendwie so. Da müsste ich jetzt googeln, habe ich keine Lust zu. Es gibt aber sowas Ähnliches auch in Deutschland. Vielleicht hat es der eine oder andere mal gespielt. Ja, wenn nicht. Jetzt wisst ihr eigentlich so: Prinzip, einer sitzt in der Mitte, die anderen drehen sich und dann muss erraten werden, wer hinter ihm steht. So viel dazu. Es gibt eine Creepypasta, wieso auch nicht. Bei so dunklen Themen passiert das sehr schnell, dass Creepypastas existieren. Zumal. Das Lied an sich an für sich ja, wenn man es so will, auch irgendwo eine Creepypasta ist. Wir kommen gleich dazu. Wenn ich die Creepypasta finde, habe ich die unten verlinkt. Ist eigentlich ganz spannend. Ich hatte die früher mal auf Englisch gelesen. Das ist so eins der ersten Dinge, die ich tatsächlich Englisch gelesen hatte. Falls ich was Deutsches finde, verlinke ich es unten. Wenn nicht, dann gibt es die englische Version. Dann tut mir das leid für alle Leute, die halt kein Englisch können. Ja, wie gesagt, es gab die Creepypasta. Der halt auch sehr gut auf diesen Text pinkt, der das halt alles nochmal ein bisschen ausarbeitet. So, kommen wir jetzt zu dem Text. Was singen die guten Herrschaften da, die guten Kinderchen? Ja, also einfach mal ein kurzer Recap, was jetzt passiert ist. Ich habe auch das Lied in der deutschen Subtitles unten gefunden, also ist auch unten verlinkt, wer sich das antun möchte und selber erstmal gucken möchte. Ich sage, das ist jetzt nichts großartig Deutbares, es ist klar erklärt, was passiert. Und ja, was passiert? Also. Ja, wir als Zuschauer finden erstmal ein Haus, das schon ziemlich sehr verlassen ist. Und hinten irgendwo im letzten Raum sind Kinder. Die sind halt da. Und ja, warum sind die jetzt eigentlich? Ja, mal spannend. Nee, es geht darum, okay, diese Kinder, dieses Haus generell war eine Forschungsstation. Da wurde halt geforscht an diesen Kindern. Und ja, was wurde eigentlich erforscht? Ja, es wurde halt an einem Serum für Unsterblichkeit geforscht, dass sie aus. Anscheinend Hirnflüssigkeit, soweit ich das verstanden habe, von den Kindern machen, an für sich ja auch vollkommen Wurst, woraus das ist. Kinder haben dieses gekriegt, können nicht sterben. Unsterblichkeit halt. Nachteil ist, Kinder bleiben halt in Kinderform, sie werden nicht mehr älter. Deswegen sind es Kinder, die wir finden und keine Erwachsenen. Ja, das, wie gesagt, das Forschungslabor, das Haus ist verlassen. Es sind nur die Kinder da, die jetzt halt unsterblich sind. Wird darauf hingedeutet, dass die Kinder halt sehr schlecht behandelt wurden und diese Kinder sich dann halt auch durch ihre Unsterblichkeit wahrscheinlich gegen ihre Forscher aufrichten können oder diese halt dann beseitigen können, nennen wir es mal so. Ich will es nicht unbedingt aussprechen, ich weiß nicht, YouTube ist ja meist nicht so freundlich, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Die Kinder sind noch existent irgendwo, auch wenn unsterblich, die Forscher halt nicht, die sind eliminiert worden. So, ja. Und auch Grundchorus dieses Liedes ist: Wir sind ja jetzt nun da, wir haben diese Kinder gefunden.
Kinder freuen sich natürlich, neue Spielgefährte ist ja auch mehr gar nicht so schlecht. Die sind ja schon anscheinend eine Weile da alleine und unter sich. Und ja, das ist doch nicht schlecht, wenn man jemanden neuen kennenlernt. Und dann könnte man diesem neuen Menschen auch eventuell dieses Unsterblichkeitselixier andrehen, dass man halt den neuen Freund behält, weil die sind unsterblich, wir jetzt nicht. Das macht das alles ein bisschen kompliziert. Also, was machen wir als Kind? Ja, möchtest du nicht auch dieses Unsterblichkeitsserum trinken, dass du bei uns spielen kannst? Und im Groben war es das auch schon. Wir haben gefolterte Kinder gefunden, die halt eventuell unter anderen Ständen versucht worden sind, schon zu ermorden. Gibt sich mehr durch die Bilder als durch den Text. Kinder haben sich gerecht. Kinder sind immer noch unsterblich und sind halt aus Gründen in diesem Haus geblieben. Und wir sind dazugekommen und wir sollen auch bleiben, weil sie uns anscheinend sehr sympathisch finden. Ja, sympathische Kinder. Ja, was das Video für mich halt erst auch so auch macht, ist halt diese keine wirkliche Animation, sondern diese Flipbook-mäßige. Da kommt ein Bild, dann kommt ein nächstes, dann kommt ein nächstes. Und die erklärt aber trotzdem auch schön zusätzlich zu dem Text, der gesungen wird, was passiert. Also man kann tatsächlich auch verstehen, was passiert, wenn man den Text nicht kennt. Weil es wird einem sehr deutlich gezeigt, das passiert. Man weiß zwar nicht unbedingt, warum, das erschließt sich halt erst, wenn man die Lyrics liest, aber man weiß, es passiert was Schlechtes mit den Kindern und es passiert was Schlechtes mit den Forschern. Ja, und ja, das war's ja um für sich. Ich finde eigentlich, diese Flipbook-Sache passt eigentlich für den Song eigentlich ganz gut. Es wird so nach und nach aufgedeckt, wie so ein Bilderbuch, was passiert. Und ja, gefällt mir. Ist auch eines der ersten Lieder, die ich tatsächlich in diesem Bereich von Vocaloid gefunden habe. Ich habe es mir erst angehört und denke so, klingt schon irgendwo traurig, nicht so schön. Was singen die da eigentlich? Weil die Bilder sind ja auch schon nicht sehr freundlich. Ja, und das war so mein Kontakt erstmal mit dieser dunklen Seite von Vocaloid. Dieser seichte Einstieg. Also es wird, ich nenne es jetzt erstmal seichte Einstiege, sind sehr viele Tote. Aber noch nicht sehr spezifisch. Es ist halt alles sehr flach gelassen. Die nächsten, die wir wahrscheinlich gucken werden, je nachdem, die werden ein bisschen spezifischer, ein bisschen genauer, ein bisschen noch dunkler. Wie das ist jetzt halt so mehr so Horror-Slasher-mäßig. Ich schlachte einfach alle ab und dann hat sich die Sache erledigt. Das andere geht dann halt auch mehr ins Tiefere rein. Und ich denke, das ist eigentlich eine gute Eingewöhnung für das, was ich dann später versuche zu planen, was halt ja, kommen könnte. Da gibt es einige Videos, die sind halt auch. Die haben einen sehr catchigen Ton, aber wenn man dann die Lyrics kennt, möchte man doch nicht unbedingt dazu tanzen. Ja, aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Und ja, das war es soweit erstmal von mir. Ja, das war es jetzt erstmal soweit über Kagome, Kagome von mir. Wie gesagt, ist an für sich eigentlich sehr, ja, eindeutig, was passiert. Aber ich möchte trotzdem drüber reden, weil momentan habe ich irgendwie gerade so einen Hype. Weiß ich auch nicht. Diese Lieder sind noch halt fast 10 Jahre alt, aber egal. Ich habe jetzt Lust, drüber zu reden. Ich höre momentan sehr viel und ihr müsst drunter leiden oder wegklicken. Jetzt ist es schon zu spät, erst wenn das Video ist. Jetzt habt ihr es euch angeguckt. Pech gehabt. Dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euch geht's hoffentlich besser wie unserem Protagonisten oder den Kindern oder generell allen Leuten, die jetzt in der Geschichte vorkamen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.